Okay, hallo zusammen. Ich bin der Jochen. Ich will heute was erzählen, wie es der Titel schon sagt, über Easy, Do-It-Yourself, Internet of Things, Sachen mit dem ESP und mal kurzer Überblick noch eine Version mit dem Pi. So, was wollen wir heute machen? Also eigentlich ein theoretischer Workshop, wenn man so will. Ich will hier ein IoT-Gerät bauen, hier als Vortrag, mit dem ich ein paar Sachen messen will. Also Raumtemperatur, relative Feuchte und auch ein Bewegungssensor. Ich will auch die Helligkeit noch ein bisschen schätzen, nicht messen. Das ist keine genaue Messung, sondern nur, ob es hell oder dunkel im Raum ist. Noch Tür- oder Fensterkontakte. Und das Ganze soll dann mit MQTT, das ist ein standardisiertes Protokoll, was bei vielen IoT-Geräten verwendet wird mittlerweile, soll an irgendeinen Server geschickt werden. Das Ganze als kleines, einfaches Teil. Und noch vielleicht mal einen Ausblick, was man sonst noch so alles mit dem IoT-Gerät machen könnte. Man kann natürlich auch die Funksteckdosen steuern. Man kann die Infrarot-Fernbedienung ersetzen durch ein IoT-Gerät und damit sein Fernseher quasi fernsteuern. Man kann irgendwelche Taster abfragen, um dann zum Beispiel Lichtschalter durch ein IoT-Gerät zu ersetzen. Man kann LED-Strips steuern, sowohl die RGB-Strips als auch WS2812. Das sind die einzelsteuerbaren RGB-Sachen oder auch Relais, um eine Lampe ein- und auszuschalten. Statusanzeigen über LCD ist natürlich auch möglich und auch weitere Sensoren, wie zum Beispiel Feinstaub, Stickoxide, organische Gase und sowas. Kann man natürlich auch anschließen. Soll mal das grobe Ziel sein, was wir machen wollen. Und bei der Umsetzung habe ich natürlich auch ein paar Anforderungen. Soll natürlich Open Source sein. Ist ja hier klar eigentlich. Möglichst wenig Programmierkenntnisse und auch wenig Löt-Erfahrung, damit man das einfach und schnell machen kann. Ich weiß, dass hier auch viele Leute sind, die sehr gute Programmierer sind. Aber hier geht es eher darum, dass so die breite Masse auch mal schnell ein IoT-Gerät bauen kann, ohne viel Aufwand. Ich will natürlich Standardmodule verwenden, die natürlich auch nichts kosten dürfen. Mit Standardmodule meine ich Sachen, die ich überall bei eBay und sonstigen Portalen bekomme, für wenig Geld, die oft auch als Arduino-Zusatzmodule ausgewiesen werden. So, was nimmt man dafür? Man braucht eher einen Prozessor. Das, was am häufigsten verwendet wird mittlerweile, ist der sogenannte ESP8266. Strich 12 ist dann noch die spezielle Bauform und sieht dann entsprechend so aus. Es ist ein 32-Bit-Prozessor mit genügend Megahertz, um auch ein bisschen Webserver und sowas zu machen. Hat 4 Megabyte Flash für Programm. Und auch Flash Disk, um auch Dateien abzulegen. Mit 20 Kilobyte RAM kommt man nicht so weit, aber es reicht auch für Webserver-Anwendungen. Auf jeden Fall wesentlich mehr, als man beim Arduino zum Beispiel hätte. Der große Vorteil, er hat ein Wi-Fi mit eingebaut. Man sieht ja die Antenne, also die interne Antenne, um dann mit 2,4 Gigahertz dann gegen den lokalen Access Point dann Daten zu werfen. Der große Vorteil ist, dass das Ganze über die Arduino IDE programmierfähig ist und ja, mehr als 90% der Libraries von Arduino auch mit diesem Prozessor verwendet werden können. Man kann natürlich auch andere Sachen wie Atom-Umgebung mit Plattform.io zur Programmierung verwenden. Gehe ich jetzt nicht näher ein, nur wer damit was machen will. Das Modul hat 2 mm Raster, ist damit für Hobbyisten natürlich nicht so gut geeignet, mit Anlöten oder Breadboard-Anwendung. Deshalb gibt es ein paar andere Sachen. Es gibt Hersteller, die dann genau dieses Modul auf Platinen setzen, die dann wieder mit 2,54 mm Raster arbeiten. Dann also breadboardfähig und dann auch schon
USB-Serialwandler mit auf der Platine haben, um dann gleich an Rechner anstecken zu können, und auch ein Spannungswandler, um dann mit 5 Volt zu arbeiten. Der Chip selber braucht 3,3 Volt. Auf der linken Seite ist die sogenannte Node MCU, die man nicht nur mit Lua verwenden kann, sondern auch neu flashen und dann eben so ein C-Code daraus ausführen kann. Rechts sieht man das im Prinzip elektronisch gleiche, nur auf einer anderen Platine. Das ist der Wemos D1. Davon gibt es auch eine Pro-Variante mit steckbarer Antenne. Hat das gleiche drauf und den USB-Serial-Wandler auf der Unterseite. Deshalb ist die Platine kleiner und kompakter. Die werde ich jetzt hier für meine Vorführung auch verwenden. Man hat an dem Prozessor 9 I.O.-Pins, die man frei verwenden kann. Und damit kann man dann die meisten Sachen auch abdecken. Man hat auch I²C-Bus, man hat SPI, man hat einen AD-Wandlerkanal. Und fast alle Chips sind als GPIO verwendbar. Alle Pins sind als GPIO verwendbar, um dann alles Mögliche zu schalten und eben einzulesen. Zu den Sensoren. Ich habe ja gesagt, Hauptaufgabe ist Temperatur- und Feuchtemessung. Dafür gibt es den DAT22 als eine von vielen Sensoren, nur als Beispiel. Es gibt Infrarot-Bewegungsmelder. Kann ich gleich nochmal live vorführen. Und es gibt auch Standard-LDRs, die man hier verwenden kann, um eine Helligkeit abzuschätzen. So, jetzt brauche ich die Kamera. Na, ich muss mal kurz. Halt. Nein. So. Jetzt. Das ist nochmal der ESB. Hier ist die Rückseite mit dem USB-Serialwandler. Hier ist die Vorderseite mit dem ESP und eben der Antenne auf der Vorderseite für WLAN. Sensoren habe ich einmal hier den DAT22. Der hier einfach mit drei Pins am ESP angeschlossen wird. Kommen wir gleich noch dazu. Ich habe noch den Infrarotmelder, der sieht dann so aus. Ja, Schärfe. Und da auf der Rückseite ist eben die Elektronik mit drei Anschlüssen. Ja, sieht man es gut. Jetzt, der einfach nur ein Signal ausgibt, wenn sich jemand im Raum bewegt hat. Ansonsten braucht er einfach 5 Volt und das war's dann. Zu den Kosten: der Bewegungsmelder kostet vielleicht 3-4 Euro, wenn man es in Deutschland kauft. Der Temperatursensor auch 3-4-5 Euro. Es gibt natürlich noch weitere Module. Es gibt noch jede Menge solche Module, jetzt nur als Beispiel, die einfach schon freundlicherweise auf dem Board gelötet sind und einfach mit ein paar Steckkontakten an den Prozessor entweder angelötet bzw. mit Steckkabeln angeschlossen werden kann. Dann wollten wir ja noch die Helligkeit detektieren. Da gibt es einen sogenannten LDR, einen lichtempfindlichen Widerstand. Kostet vielleicht einen Euro oder weniger, wenn man einen 10er-Pack nimmt. Dann eventuell noch eine Leuchtdiode als Statusanzeige. Zu der Verkabelung ist auch relativ einfach. Den Temperatursensor brauche ich nur noch einen Widerstand als sogenannten Pull-Up, um den auf die Datenleitung gegen die 3 Volt zu ziehen.
Und das heißt, ich brauche einfach nur drei Kabel am Prozessor anlöten und habe das Ding schon konnektiert. Eins daneben in der Mitte ist der Bewegungsmelder. Der braucht 5 Volt, gibt ein 3,3 Volt TDL-Signal raus und den kann ich auch einfach am Prozessor an einem fast beliebigen Pin anschließen. Wenn ich die Helligkeit messen will, kann ich den LDR oben rechts einfach so anschließen, weil es sind schon Widerstände als Spannungsteile aufgelötet und damit brauche ich keine weiteren externen Komponenten. Wenn ich einen Türschalter haben will, brauche ich natürlich noch einen Pull-up unten rechts, der mir das Ganze auf 3 Volt zieht und der Schalter, ich sage mal einen Riesschalter zum Beispiel, um Fensterkontakt abzufragen, der gegen Masse schaltet. Optional halt noch eine LED, die am Fenster anzeigt, ob jetzt geöffnet ist. Und auch die LED einfach mit dem Vorwiderstand anschließen. Wenn ich weitere Sachen anschließen will, nur so mal als Überblick: alles, was I²C-Bus hat, einfach mit den zwei Leitungen, also Daten und Glock, am Prozessor anschließen und das war's. Ich brauche nichts weiteres. Auch jetzt so NeoPixel einfach mit einem Pin anschließen, natürlich die 5 Volt aus dem starken Netzteil noch beziehen und dann kann ich das Ganze betreiben. Auch ein LED-Strip kann ich einfach mit dem Schalttransistor dann mit PWM auch der Helligkeit steuern. Und man sieht, dass sich die ganze Hardware eigentlich sehr in Grenzen hält. Und damit auch für Hobbyisten einfach nur Kabel an Sensor und Prozessor anschließen. Und schon sollte alles funktionieren. Dann brauche ich natürlich noch ein Netzteil. Da kann man natürlich solche schönen China-Handy-Ladenetzteile nehmen. Wenn man den USB-Stecker nicht kaufen will, kann man, wie hier zu sehen, auch einfach aus einem Stück Lochrasterplatine sich selber schnell einen Stecker bauen. Funktioniert wunderbar. So, Gehäuse. Da ist man natürlich komplett frei, was man machen will. Man kann irgendwas nehmen, was eh da ist, eine Haushaltsbox, so eine Verteilerdose, vielleicht eine Zigarrenkiste oder sonst was. Wenn man im Hackerspace oder FabLab 3D-Drucker hat, kann man sich natürlich da auch was Beliebiges drucken. Ich nehme natürlich sehr gern den Lasercutter, um damit Gehäuse zu bauen. Und das kann ich dann auch vorführen. Muss noch schnell noch umbauen. Aus dem Lasercutter würde dann zum Beispiel sowas rausfallen. Also ein sehr luftiges Gehäuse, dass man dann wirklich die Raumtemperatur messen kann und nicht die Eigentemperatur des Prozessors. Und wenn man das Ganze dann entsprechend bestückt, dann würde das so aussehen. Da habe ich den Bewegungsmelder, ich habe meine Statusleuchtdiode. Hier habe ich meinen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Hier vorne habe ich den LDR. Hier habe ich noch die Buchsen für die Fensterkontakte, zwei Stück. Und hier gleich mit eingearbeitet das USB-Netzteil, um das Ding einfach in die nächste Steckdose zu stecken und dann keine weiteren Kabel mehr zu sehen. Wer keine Steckdose hat, kann natürlich dann auch so eine Variante nehmen. Das ist das Gleiche. Vielleicht muss ich es ein bisschen anders halten, man sieht es schlecht. Hier innen drin sieht man den Prozessor. So. Hier sieht man den Prozessor und die USB-Buchse nach außen zugänglich, dass man einfach mit Micro-USB-Kabel drauf verbinden kann. Ansonsten auch wieder hier oben den lichtempfindlichen Widerstand, die Kontakte für die Fenster, Temperatur und Feuchtigkeit und nach vorne den passiven Infrarot-Bewegungsmelder mit Diode und auf der Rückseite noch ein paar Löcher, um das Ganze mit Schrauben an die Wand zu dübeln.
Man kann sich natürlich nicht nur solche Gehäuse nehmen oder bauen. Man kann natürlich auch andere Sachen machen. Einfach mal als Ausblick, was man alles verwenden kann. Man kann auch bestehende Sachen nehmen. Zum Beispiel hier so einen schönen alten Schalter, die man teilweise noch findet, wo man dann hier schalten kann. Und auf der Unterseite ist natürlich der ESP eingelassen. Das Ganze gibt es natürlich auch so, vielleicht wenn noch jemand die alten Schalter hier kennt, diese Bakelitschalter. Da wurde natürlich das Schaltelement entfernt und durch einen Encoder ersetzt. Und wenn man mal dreht, hat man natürlich dann Encoder und kann damit auch einen Dimmer zum Beispiel mit realisieren. Was man auch noch hat, es gibt auch solche Module mit Touch-Zahlenfelder. Dann einfach ein paar Platten oben und unten drauf und unten entsprechend wieder der ESP eingelassen. Als letztes noch so eine schöne alte mechanische Klingel mit ein Stift mit DC-DC-Wandler, um von den 12 Volt auf die 5 Volt zu kommen, die der ESP braucht. Ein Schalttransistor, um die Spulen entsprechend zu treiben. Noch Stabilisierung über den Kondensator und hier der ESP. Und ich kann es auch mal umdrehen. So. Und damit ist irgendwelches. Es sind Sachen möglich, zum Beispiel als Notification-Device, um zu sagen, ist eine Mail da, ist, oder bei uns im FabLab haben wir das Ganze dann mit zwei Leitwerken, um die Uhrzeit zu schlagen, in binär natürlich, mit High und Low, also zwei verschiedene Klingeltöne. Und das ist eben alles dann mit als Gehäuse möglich. Ach ja, doch, eins habe ich noch. Auch so ein Schalter. So ein schöner alter Bakelitschalter und dann einfach unten den ESP einfach eingeklebt, ohne das Schaltelement jetzt auszutauschen, sondern original zu lassen. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Software für das Ganze. Da gibt es jetzt zwei Versionen, sage ich mal. Man kann sich natürlich die Einzellibraries von GitHub holen. Für den THT gibt es eine Library, für den, was hat man noch alles, für irgendwelche anderen I²C-Devices, für alles Mögliche gibt es Libraries. Auch die Webserver gibt es mittlerweile ziemlich viele für den ESP. Wir wollen das Ganze ja an einen Server schicken mit MQTT. Auch dafür gibt es eine Library. Das kann man sich alles runterladen, kann das Ganze irgendwie versuchen zusammenzumergen, dann irgendwo in der Arduino IDE was zusammenzubasteln, wo das Ganze dann verbindet. Und dann ist man tagelang beschäftigt, bei Google und Stack Overflow zu schauen, warum es nicht funktioniert oder wie es dann richtig funktioniert. Das ist so die Programmierervariante. Aber ich habe ja gesagt, wir wollen das Ganze für Leute auch machen, die jetzt keine oder wenig Programmiererfahrung haben, deshalb eben Version 2. Ich nehme einfach eine fertige Software mit dem Namen ESP Easy. Hier zu finden auf GitHub bzw. das Wiki dazu, einfach bei Google oder der entsprechenden Suchmaschine ESP Easy Wiki eingeben, dann kommt er auf die entsprechende Seite. So, was macht jetzt die Software? Jetzt muss ich erstmal meine Testumgebung noch mal ein bisschen erklären. Ich habe hier, kann man ja noch mal kurz die Kamera. Ich habe hier noch mal das, was ich schon gezeigt habe, nur jetzt mit Kabel dran. Ich habe hier unten mein ESP eingebaut und er hängt USB jetzt nur als Stromverbindung. Und ich habe hier ein Banana Pi als Server und Access Point stehen. Access Point heißt, ich habe jetzt schon eine Verbindung hergestellt zwischen dem ESP und dem Access Point. Mein Rechner ist jetzt auch auf dem gleichen Access Point.
und damit kann ich jetzt die Webseite von dem ESP mir anschauen. Auf dem Banana Pi ist auch noch der MQTT-Broker installiert, wo ich dann später nochmal drauf zurückkommen will. So. Hier oben sieht man die IP-Adresse, das heißt, ich bin jetzt direkt auf dem ESP, der jetzt mit dieser Adresse angemeldet ist. Vielleicht muss ich noch einen Schritt zurückgehen. Beim ersten Mal flashen mit diesem ESP Easy geht der ESP in den Access Point Mode. Ich kann mich dann mit Handy oder Laptop darauf verbinden, kann dann die SSID und Passwort entsprechend eintippen. Dann wird er neu gebootet und dann ist er bereit und ich kann dann im hausinternen Netz, wie jetzt, einfach drauf zugreifen. Wenn ich drauf gehe, habe ich erstmal eine Übersichtsseite mit allgemeinen Infodaten. Ich habe eine Karteikarte mit der Konfiguration, wie jetzt hier, das ist meine mein Access Point mit dem entsprechenden Passwort. Ich kann auch noch einen zweiten Access Point eintragen als Fallback. Ich kann natürlich auch feste Adressen vergeben, wenn ich kein DHCP haben will. Und ich kann auch den Zugriff über ein Passwort schützen, wenn ich Angst habe, dass über mein hausinternes Netz jemand dann rumspielt. Braucht man im Heimnetz üblicherweise nicht. Das ist die Grundkonfiguration, um erstmal die Kommunikation herzustellen nach außen. Es gibt eine Hardware-Seite, wo ich noch sagen kann, wo mein I²C-Bus liegt, auf welchen Pins. Ich kann noch die Status-LED, die hier öfter mal blau blinkt, noch sagen, auf welchem Pin die liegt, um dann auch eben Rückkopplung über Verbindung und Datenpakete noch zu erhalten. Das Wichtigste ist eigentlich dieser Reiter, Devices. Hier geht es um die ganzen Sensoren, die ich angeschlossen habe oder anschließen kann. Ich habe jetzt hier drei Sensoren aktiviert, die drei, die ich vorhin schon vorgestellt habe. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem Einfachsten an. Der Passiv-Infrarotmelder gibt ja einfach nur ein Signal aus, wenn sich jemand bewegt hat. Das heißt, ich brauche einfach nur einen Schaltereingang, nennt sich dann hier Switch. Okay, ich fange nochmal andersrum an. Ich nehme erstmal 9. Ich nehme einen hier. Wenn ich noch nichts eingetragen habe, habe ich hier eine Auswahl mit Sensoren, die ich hierfür verwenden kann. Das sind irgendwie, glaube ich, so 60 Stück oder so. Oder 65 mittlerweile. Das sind lauter Plugins, die werden ständig erweitert von irgendwelchen Usern, die freundlicherweise eben die Plugins zur Verfügung stellen. Und damit kann ich eben so ziemlich alles, was es an Sensorplatinen zu kaufen gibt, auch einbinden. Wenn ich das dann mal ausgewählt habe, dann habe ich es hier eingetragen und kann es editieren. Also hier habe ich einen Switch ausgewählt. Kann ich jetzt nicht mehr ändern, da müsste ich es eben rausschmeißen. Ich kann dem Device einen Namen geben. Das ist dann interessant, wenn ich mehrere Devices vom gleichen Typ habe. Und es ist auch interessant für das, was ich an MQTT schicke, weil das Teil des Namens ist. Des Topics ist, was bei MQTT dann verwendet wird. Ich kann dann jetzt beim Schalter noch sagen, ob ich einen Pull-Up haben will, ob ich eine invertierte Logik haben will, welchen Pin ich haben will. Da habe ich natürlich die ganze Auswahl an I/O-Pins, die eben nicht mit I²C oder anderen festen Sachen dann belegt sind. Ich kann sagen, normaler Switch oder auch Dimmer-Mode oder so. Kann man später mal drauf eingehen. Und das Delay komme ich beim anderen Sensor nochmal drauf. Dieser Schalter, wenn Delay 0 eingestellt ist, würde jetzt immer bei einer Änderung ein Datenpaket an MQTT schicken. Und ich kann der Variablen
die geschickt wird, auch noch einen Namen geben. Ist vielleicht besser zu sehen bei dem nächsten Sensor. Das ist nämlich dieser Temperatur- und Feuchtesensor. TRT-11 oder auch 22, je nachdem, was man verwenden will. Hier kann ich wieder einen Namen vergeben. Ich kann sagen, er ist auf diesem Pin. Dann wird ja von dem Plugin werden mehrere Sachen unterstützt. Dann kann ich auswählen, welcher. Und ich kann jetzt nur sagen, er soll alle 10 Sekunden gesampelt werden und der Temperaturwert ihm übermittelt werden. Ich habe hier eben zwei Kanäle, Temperatur und Feuchtigkeit, und kann eben Namen vergeben, entsprechend für MQTT oder andere Heimautomatisierungssysteme, an die ich das Ganze dann schicken will. Noch der letzte, der lichtempfindliche Widerstand, mit dem ich ja die Helligkeit abschätzen will, hängt einfach auf einem Analogkanal, okay, auf dem einen Analogkanal. Ich kann noch sagen Oversampling, um dann eben Rauschen rauszubekommen. Ich könnte auch noch das Ganze kalibrieren, wenn ich wollte, dass ich eben unteren und oberen Punkt eben definiere und dazwischen wird eben linear interpoliert. Und auch der soll jetzt alle 10 Sekunden gesammelt werden. Dann habe ich hier noch eine Einstellung. Dieser Wert soll an Controller 1 geschickt werden. Zu den Controllern komme ich jetzt gleich. Und auch hier habe ich wieder einen Namen festgelegt. Und so kann ich halt bis zu 12 Devices eben konfigurieren und einfach durchklicken eben in der Web-Oberfläche eben dann zuweisen auf die Pins, auf die Eigenschaften, einige Sachen eben dann auch skalieren. Hier bei Analog zum Beispiel könnte ich auch eine Formel eintippen, also eine einfache Formel, wo ich dann sage, ich multipliziere oder addiere noch einen Wert dazu. Bei der Temperatur kann es sein, dass der immer ein Grad zu hoch oder zu tief misst, dann könnte ich hier einfach minus 1 reinschreiben. Oder halt dann auf andere Werte skalieren. Ich kann auch noch festlegen, wie viele Dezimalstellen an den Controller übermittelt werden sollen. So, jetzt zu den Controllern. Hier habe ich schon mal zwei eingetragen. Auch hier wieder das gleiche Plugin-Prinzip. Ich habe die Auswahl von etlichen Controllern, also verschiedene MQTT-Varianten, die aber alle recht ähnlich sind. Ich kann auch HTTP-Request abschicken, weil viele Server oder auch Datenbanken kann man einfach ein GET-Request hinschicken und die übernehmen so die Daten. Da können wir jetzt mal rein. Bleiben wir mal gleich bei dem GET-Request. Ich kann hier eine IP-Adresse sagen, wo das Ganze hingeschickt werden soll, über welchen Port, wenn notwendig auch über Login. Ich kann hier dann auch sagen, GET oder POST oder was auch immer, und kann das auch hier entsprechend zusammenbauen. Damit habe ich auch die Möglichkeit, an eine InfluxDB-Datenbank zum Beispiel die Daten direkt hinzuschicken. Ich will aber jetzt hier an einem MQTT-Server das Ganze schicken. Ja, nicht Server, sondern Broker in dem Fall. Das ist mein Banana Pi, die Adresse, wo der Broker läuft. Der Standardport ist eben die 1883. Wenn notwendig auch mit Login. Und das ist eine Variable, wie das Topic für den MQTT String zusammenbaut. Ich habe den Systemnamen, das wäre jetzt hier Test IoT. Taskname wäre quasi der Sensor. Und Value-Name wäre eben zum Beispiel Temperatur oder Feuchtigkeit. Und damit habe ich alles konfiguriert, was ich brauche. Und damit sollte eigentlich schon alles funktionieren.
So, jetzt habe ich hier auf meinem Rechner ein kleines Python-Skript, was jetzt einfach zu dem Broker eine Verbindung aufbaut und einfach mitliest, was eben an den Broker geschickt wird. Und man sieht, dass jetzt alle 10 Sekunden Temperatur, Feuchtigkeit und Helligkeit geschickt wird. Und wenn ich hier mich irgendwie bewege, dann wird auch noch ein Anyone hier vom Infrarotsensor eben mitgeschickt. Das heißt, man sieht, es funktioniert auch schon. So, ohne dass man jetzt großartig was programmieren oder einstellen muss. Einfach nur zusammenklicken. Und das war's. Ich habe natürlich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich habe auch noch Rules. Das sind dann sehr einfache Regeln, die ich noch hinterlegen kann. Zum Beispiel, wenn der Infrarotsensor mit dem Kanal Anyone hier triggert, also sprich, wenn ich hier mich bewege, und gleichzeitig der LDR einen Wert kleiner 200, das war jetzt empirisch ermittelt, das heißt einfach hier im Raum wäre es dunkel, dann soll er einfach auf einem GVRO-Pin eben den Status von Anyone hier ausgeben. Das wäre jetzt die einfachste Variante von dem, was man als Bewegungsmelder mit Lampe kennt. Kann man hier einfach als Rule hinterlegen. Es geht noch ein bisschen komplizierter, aber jetzt bitte keine Wunder erwarten. Also aufwendigere Sachen würde man dann auf der Serverseite machen, hinter dem MQTT-Broker. Aber auch hier können wir als Standalone-Lösung schon einen einfachen Bewegungsmelder, der eine Lampe schaltet, realisieren. Es gibt natürlich auch noch jede Menge Zusatztools, um zum Beispiel I²C-Bus zu scannen, um herauszufinden, auf welcher Adresse jetzt mein Sensor läuft, weil das ist nicht immer klar bei den einfachen Modulen. Ich kann meine Settings noch wohin speichern, ich kann neue Firmware over the air auch updaten. Ich kann auch hier noch einige Zusatzsachen einstellen, aber das würde jetzt so weit gehen. Auch irgendwo war es doch, das ist gerade nicht, NTP-Server kann ich einstellen, zum Beispiel, wie ich gesagt habe, für den Stundenschlag würde aus NTP die Zeit beziehen und dann natürlich sekundengenau schlagen. So, dann wieder zurück zu den Folien. Damit hätten wir im Prinzip eigentlich ein fertiges Gerät, was man einfach nur noch an die Wand schrauben muss. Und es würde das Ganze an den MQTT-Broker schicken und ich könnte dann einen Server wie FM oder sowas hinten dran setzen, der die Daten entgegennimmt und auch Hausautomatisierung machen, wie aus der Temperatur oder Feuchtigkeit. Dann die Heizung entsprechend ausschalten, irgendwelche Lichter ausschalten oder Warnung geben, wenn noch ein Fenster offen ist. Das Ganze beruht jetzt auf dem ESP, dem alten, kleinen ESP, muss ich dazu sagen. Die ESP32-Variante ist gerade noch im Programmieren. Ist noch nicht so richtig einsatzfähig. Wenn man als Beta-Version mitspielen will, kann die gern mal probieren. Aber das ist jetzt bezieht sich nur auf den kleinen ESP. Es gibt ein zweites Projekt mit dem Namen Easy Peasy, wie jetzt hier rechts oben zu sehen. Die Grundphilosophie ist die gleiche. Das heißt, ich will eine Web-Oberfläche, wo ich alles schnell einstellen kann. Ich will mich nicht lang mit Programmierung und sowas aufhalten. Und warum das Projekt angefangen wurde, ist, ich will erstmal auf das Ganze auf den Pi zum Laufen bringen. Das war der ursprüngliche Gedanke, wurde dann erweitert. Ich will es auch noch auf einen ESP32, also der nächst größere ESP mit mehr Speicher, mehr Geschwindigkeit. Und noch ein paar Features mehr, auch mehr Pins,
Und als Zusatzding für die Entwickler, dass die das Ganze erstmal, wenn es nicht um die reine Hardware geht, auch mal auf dem PC testen können. Also ohne dauernd irgendwas zu programmieren und ja, geht nicht und muss jetzt mit LED blinken quasi debuggen, sondern ich kann dann in der richtigen Umgebung, zum Beispiel Atom-Umgebung bzw. Visual Studio Code, dann kann ich einfach rein debuggen und schon mal alles ausprobieren. Das ESP Easy Projekt ist in C und C++ geschrieben. Das Easy Peasy Projekt ist angedacht mit Python, wurde jetzt noch erweitert mit MicroPython, also ein Hybrid aus beiden Welten, und das klappt auch schon recht gut. Das heißt, man kann mit dem gleichen Source Code Stand sowohl MicroPython auf eine ESP32 fahren, als auch mit normalen Python, also 3.4 oder höher, auf dem PC oder auf dem Raspberry Pi. Der Webserver bei dem ESP Easy Projekt ist selber geschrieben. Bei dem neuen Projekt wird versucht, einen fertigen Webserver, den es als lauffähiges Projekt gibt, mit einzubinden. Das ist der Micro Web Server, findet man auf GitHub. Das neue Projekt ist noch in der frühen Phase. Ich dachte, dass man vielleicht schon für den Easter Hack dann schon mehr zeigen kann, aber ist noch in der sehr, sehr Alpha-Version. Der Grund, warum auch das neue Projekt, auf dem ESP habe ich natürlich sehr begrenzte Ressourcen, was jetzt RAM betrifft, was Flash betrifft, was Geschwindigkeit betrifft. Auch die Pins sind sehr limitiert. Und wenn ich in einer anderen Umgebung bin, dann kann ich mich halt freier bewegen und mich dann entsprechend austoben. Ohne jetzt auf die Details einzugehen, da gibt es schon entsprechende Konzepte, es ist alles Plugin-basiert, dass man dann auch sagen kann, ich habe für andere Prozessoren auch andere Module, die dann spezielle Hardware noch unterstützen, die auf dem Prozessor möglich sind. Und was ich schon zeigen kann, ist eine kleine Demo. Das läuft jetzt auf meinem PC. Ich habe es jetzt technisch nicht mehr geschafft, auf die Schnelle den Banana Pi dazu zu bringen. Ich habe hier meine Webpage. Ich bin jetzt quasi in dem Webserver, der quasi in Python läuft. Ich habe hier auch schon Devices mit entsprechend einer Device-Liste, wo ich Devices dazuhängen kann. Wo ich auch Devices editieren kann. Man sieht, es sieht alles ähnlich aus wie bei dem ESP Easy Projekt. Nur hier, da mehr Ressourcen verfügbar sind mit Bootstrap als Oberflächentool. Und halt hier die ersten Schritte. Plugin-System läuft und da wäre es halt schön, wenn sich auch noch Entwickler dafür finden würden, um das ein bisschen voranzubringen, um eben auch ESP32 und Raspberry Pi noch zu unterstützen. So, im Prinzip bin ich jetzt durch. Wenn jetzt Fragen sind, dann bitte meldet euch. Fragen zum ESP Easy Projekt, Fragen zum Easy Peasy Projekt. Ich muss nur das Mikro weiterleiten. Wie machst du das mit der Konfiguration der Temperatursensoren und so? Also legst du ein Thermometer daneben oder? Die Temperatursensoren wie der DRT12 oder was auch gern verwendet wird, der BME 218 zum Beispiel, die sind ab Werk kalibriert. Kann halt sein, dass er 1, 2 Grad oder so mal daneben liegt, aber eigentlich kommen die Daten schon richtig in Grad Celsius und die Temperatur schon in Prozent. Das heißt, da braucht man nichts kalibrieren. Für andere Sachen, die man am Analogport anschließen will, gibt es eben da auch Min- und Max. Eingabe, wo man dann einfach mal die Werte, also sprich, man hat eine obere, eine untere Temperatur, man schaut sich den
AD-Wandlerwert an, schreibt sich den auf, trägt den im Edit-Feld entsprechend ein und kann dann sagen, der obere Wert soll das sein, der untere Wert soll die Temperatur sein und hat es damit kalibriert. Sonst noch Fragen? Können wir mal durchgehen, bitte? Hast du auch schon mal versucht, das Ganze ohne Strom, also mit Batterie, zu realisieren? Der ESB braucht, wenn er WLAN machen will, 100 bis 200 mA und damit ist eine Batterie natürlich sehr schnell leer. Es gibt auch einen Modus, wo ich ihn in Tiefschlaf versetzen kann und alle so paar Sekunden aufwecken kann. Und muss jetzt mal hier wieder zurück auf den. Damit kann ich natürlich Messungen machen, dass ich sage, alle Stunde wacht er einmal auf, misst, schickt das Ganze an hier unten Sleeptime, schickt das Ganze an den Server und legt sich wieder schlafen. Damit kann man dann, wir haben es mal ausgerechnet, wenn ich alle Stunde messe, könnte ich mit AA-Batteriezellen halbes, dreiviertel Jahr überbrücken. Aber ich habe halt dann nicht kontinuierlich Werte, sondern nur im Stundenraster. Noch eine Frage, wie weit geht denn das Wifi? Das ist nur so eine kurze aufgedruckte Antenne, das hat eine große Reichweite. Ich sag mal halb so weit wie ein Laptop, so mal als Faustregel. Es gibt natürlich auch den ESP Pro, ne, den BMOS D1 Pro ist das Board, das hat noch einen Stecker drauf, dann könnte ich eine externe, dann geht es ein bisschen weiter, aber man darf halt jetzt keine nicht so eine gute Qualität wie jetzt im Handy bzw. PC erwarten. So, sonst noch Fragen? Keine? Dann danke für die Aufmerksamkeit.